Herzlich willkommen zurück hier zu Undead Horde. Wir machen weiter. Und zwar, wo machen wir weiter? Bei der Unterweltbrücke. Da müssen wir noch ein Knochenschwert abgeben. Das Knochenschwert ist ziemlich gut. Ich hoffe ja, der gibt uns das als Belohnung. Aber ich befürchte nicht. Ich befürchte, das behält er Another step selbst. towards total domination completed. Natürlich hat er es selbst behalten. Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder nach unten. Ne, machen wir nicht. Wir gehen nochmal zurück in die Krypta und nehmen uns ein paar Einheiten mit. Wir haben nämlich keine Einheiten mehr. So, was nehmen wir denn? Die Orks waren ziemlich gut. Vielleicht noch eins, zwei, drei. Ah, noch einen vierten Priester. Ne, nehmen wir lieber noch einen Ork mit, oder? Noch einen Bogenschützen. Aber Priester hier noch einpacken? Nee, schade. Reiter auch nicht, aber so einen Bogenschützen noch. So, und dann machen wir da unten weiter. Oh, schade, da ist gar kein Teleporter. Dann müssen wir jetzt immer zu Fuß hinlaufen, wenn wir sterben oder zurück müssen, um neue Einheiten zu holen. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Kannst du machen, nichts. Strike them down. Feuerpfeile zaubern. Ja, aber das neue Schwert macht doch deutlich mehr Schaden. Aber es scheint auch zu vergiften, oder? Ach Blödsinn, wir haben das Schwert doch gar nicht getauscht. Das neue Schwert wäre doch das Knochenschwert gewesen. Brüder, rosa Partner, das gibt's ja gar nicht. Charge, come here. Hier gibt's doch garantiert wieder irgendeinen versteckten Schalter, oder? Das sieht so verdächtig aus hier. Charge. Ja, aber da wir jetzt Skorpione haben, brauchen wir auch gar nicht mehr zwangsweise ein Schwert, das vergiftet. Das können unsere Skorpione auch kurz machen. Ja, jetzt habe ich nicht auf den Bildschirm geguckt, nicht geguckt, wo ich hinlaufe. Come here, join the horde. Oh, hier sind noch mehr Skorpione. Ich sollte nicht die Kisten aufmachen. Das sieht aber gar nicht gut aus für uns. Aber es hat gefallen. Aber wie gesagt, hier ist bestimmt wieder irgend so ein versteckter Schalter. Dann laufen wir jetzt einfach mal die Wände hier ab. Vielleicht finden wir zufällig was. Ah,
Hier scheinen wir nichts zu haben. Charge. Vielleicht auf der anderen Seite, dass die Wand aufgeht. Da ist doch was. Bessere Waffe, ein besseres Schwert. Die anderen Waffen sind mir leider alle viel zu langsam. Aber da können wir notfalls gleich mal bei unseren Händlern gucken. So. Der hat uns einen Schlüssel zu den Hühnerbrüdern gegeben. Schauen. Slay the living. Arise, my vengeance. Armseliger Ring beeilen, also auch mehr You shall serve me well. Slay the living. Follow me. Destroy them. Wieder, was bringt der denn Buff auf die Gegner, oder? Follow my lead. Slay the living. Arise, follow my lead. Destroy them. Ausschalten. Follow my lead. So, was hat der zu erzählen? Wenn du mehr als nur Tumbe Filzenfänger kommandieren willst. Der schaltet uns doch bestimmt die Anführer frei. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die Hühnerbrüder kümmern. Oh, für ein paar Hühnchen halten die aber ziemlich viel aus. Brüder haben wir besiegt. So, jetzt hat unser Skelett da hinten in der Ecke noch was zu erzählen. Rise and obey. Sechzehn Gegner gibt's hier noch. Wir müssen uns gleich erstmal auf Gegnersuche machen, wa? Wir sollen gegen einen Riesen kämpfen. Das wird aber, glaube ich, kein Riesenvergnügen. Wortspiel beabsichtigt. Another step towards total domination completed. So, auf dieser Ebene müssen noch 16 Gegner sein. Die sollten wir vielleicht erstmal suchen. Oder sind die da alle beim Riesen mit im Raum? Möglich ist es. Ach, wir sind einmal gestorben, da sind hier unten garantiert neue Orks gespawnt. Attack.
Siehst du, da sind sie. Ein Gegner, das wird wohl der Riese da sein. Aber ich würde sagen, wir porten uns erst einmal zurück. Weil überall haben sie gesagt, da werden die Skorpione von Vorteil sein. Das heißt, wir sollten uns auch Skorpione anschaffen. Aber erstmal schalten wir hier die Heldenstatuen frei. Das heißt, wir können mit einem Helden in die Schlacht ziehen. Ist die Frage, mit welchem? Benevolix, John, Au, Kabuto oder Sir Killalot. Sir Killalot hat uns in der letzten Folge begleitet, glaube ich. Ah, den können wir nicht mehr mitnehmen. Schade. Schade, schade, schade. Skorpione sind hier hinten. Können wir auch nicht mehr mitnehmen. Erstmal schicken wir alle weg, die wir haben. So, dann nehmen wir uns erstmal den Sir Killalot mit. Oh, das kostet uns Gold, habe ich gerade gesehen. Ja, 5. Und wir nehmen uns natürlich noch ein paar Orks. Wo ist er denn jetzt? Komm her. Oh, können wir gar keinen Bogenschütz mehr mitnehmen. Alles egal, wir versuchen so. Wir versuchen so, mal schauen. Attack, follow me. Ein einzelner Riese. Slay the living. Müssen ein bisschen ausweichen hier. Er wirft mit Steinen um sich. Another step towards total domination completed. Aber der wäre auch nicht so schwer wie gedacht. Na gut, dann gehen wir mal. Gehen wir gleich mal weiter. Erstmal sammeln wir hier noch ein paar Sachen auf. Und ein Level Up haben wir auch. So. Schaden 12%, das ist natürlich jede Menge. Und Command Cap 30, ist das sowieso das Maximum. Nehmen wir doch mal die 12% Schaden mit. So, was haben wir hier an Gegenständen? Der Hammer kann weg. Er wird 7 Sekunden lang als Bewegungstempo. Humanoiden Trefferpunkte erhöht. Ich glaube, wir behalten erst noch mal den anderen. Oh, das ist jetzt schwer. 6 Skorpione. 11% mehr AH-Erfahrung. Einheitentrefferpunkte 14%. Mana-Kapazität 9%. 19 Mana für jeden wiederbelebten Kadaver und Tierschaden erhöht. Oh, das ist aber schwer, sich zu entscheiden. Ich glaube, ich behalte mal die Mana für die wiederbelebten Kadaver. Wiederbelebung Abklingzeit brauchen wir nicht. Oh. Das hört sich aber gut an. Wer immer mich trifft, gefriert. So, dann schauen wir uns mal, was uns hier erwartet. We shall devour these lives. Düstere Kammern.
Ein freundlicher Nekromant. Wir müssen Fallen überwinden. Attack. Oh, wir sollten auch mal wieder besiegen. You shall serve me well. Gather round. Attack. Join the horde. Attack my minions. Okay, das gefriert halt nur bei Nahkampf. Gather round. Arise, my minions. Zweite von oben, unten, zweite von unten, das heißt hier. Ach, das funktioniert nicht, weil Strike ich da ganz Viecher hier mit rumlaufen habe. Schade. Okay, das Gefrieren heißt auch nicht wirklich gefrieren, sondern nur verlangsamen. Follow me. So, ich schicke die mal da oben in der Ecke. So, der. Achso, die Türen sind offen. Oh gut. Wenn die trotzdem aufgehen. Hätten wir natürlich auch den Kampf haben können, aber gut. Join the Horde. Das sind einfach noch kleine Skelette, das hat sich nicht wirklich gelohnt. I shall fulfill my destiny one step at a time. Glibberwürfel. Würfel direkt angreifen. Ist die Frage, ob das klappt oder ob die zu stark sind. Können natürlich auch gleich hier rein. Hier mache ich viel zu wenig Schaden. Durch. Rise and obey. Oh, können wir die besiegen oder nicht? Oder müssen wir uns dran vorbeischlängeln? Attack my minions. Oh, die haben aber viel Energie. Damit habe ich nicht gerechnet. Rise and obey. Oh, jetzt ist noch 4 auf einmal. So, einen haben wir besiegt. Vor dem Rest müssen wir abhauen. Das könnte eine längerwierige Angelegenheit sein. Es könnte passieren, dass die Aufnahme etwas länger wird, weil ich glaube, wenn ich jetzt das Spiel beende, dann respawnen die immer und dann kommen wir da nie voran.
So. Oh, das wollten wir nicht anlegen. So, dann nehmen wir erstmal das Schwert hier und schauen mal nach, ob wir vielleicht beim Händler noch besseres bekommen. Er hat Stäbe der Jadwaffen. Was ist das denn hier? Großartiges Schwert der Vergiftung. 289. Ja, das vergiftet wieder. Das ist minimal schwächer. Ah ne, wir behalten einfach mal das Neue. So, wir nehmen uns wieder einen Boss mit. Nehmen wir wieder den Sir Kellelot. Ich glaube, der hat uns ganz gute Dienste geleistet. Wir sollten aber unser Geld vielleicht ein bisschen im Auge behalten. So. Dann nehmen wir uns drei Priester mit. 1, 2, 3, 4 Orks. 1, 2, 3. Ja. Ich hätte gehofft, drei Bogenschützen, aber nein. Nur so ein Reiter mit. Und dann schauen wir mal, ob wir so durch die komischen Glibberwürfel durchkommen. Wir müssen ja sowieso alle besiegen. Sonst gilt das Gebiet hier ja nicht als erobert. Slay the living. Und Sir Killelot funktioniert ganz gut, habe ich das Gefühl. Aber jetzt haben wir natürlich fast alle Einheiten da verbraten. Oh, die brauchen wir lange, um den hochzuheilen. Vielleicht sollten wir nur zwei Bosse und ein paar Priester mitnehmen. Das scheint ja ganz gut zu gehen. Und wir sammeln hier mal auf, was können den Sir Kellelot in der Zwischenzeit noch ein bisschen hochheilen. You shall serve me well. Oh, schauen wir mal. Ich glaube, einer müsste hier noch sein, so komischer. Charge. Follow my lead. Rise and obey. So. Dann gehen wir mal da oben zu dem Lebensschrein hin. Damit wir uns nicht gleich wieder zurückporten müssen. Schauen mal nach, was uns jetzt hier unten erwartet. Der Boss kann ja eigentlich nicht mehr weit sein. Sollte nur erst nochmal mit dem hier sprechen. I shall fulfill my destiny one step at a time. Okay. Das hört sich nicht gut an. Wir müssen einen Boss killen, der flucht und stetig neue Diener beschwört.
Vielleicht kriegen wir die Statue wenigstens down. Ich schätze mal, da werden keine von diesen Elementarwesen mehr kommen. Ich denke mal, das sollen Elementarwesen sein. Schon crush. Charge. Oh, der Killer dort ist auch fast down. So, aber 14 Gegner sollen hier noch rumlaufen. You shall serve me well, follow my lead. Können wir uns erstmal heilen. Kommen wir hier oben rein oder? Naja, wir sind von der anderen Seite, habe ich mir fast gedacht. So, wir haben eigentlich nur einen Priester und zwei Bosse dabei. Eine Priester heilt auch nicht allzu viel, leider. Mein Minions. So, vielleicht ein paar neue Bestien hier. Oh, der Debuff von diesen Goblins bringt's aber auch. So Leute, ich würde sagen, das Level hier beenden wir noch gemeinsam, dann wird die Folge zwar etwas länger. So viel dazu, wir haben das Level beendet. Gibt es hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Nein, Sir Killelot ist ausgeschlossen. Gather round. Rise and obey. So, ich glaube, wir brauchen hier gar nicht mehr so viel beschwören. Another step towards total domination completed. So, dann wollen wir uns mal zurück in die Krypta porten. Falsch abgebogen, ich muss hier noch einen höher. So. Hier holen wir uns mal wieder eine Belohnung. Was wir Feines gefunden haben. Schutzzauber. Hammer ist mir zu langsam, Axt ist mir zu langsam. Ein Schwert. Vergiftet. Macht mehr Schaden. Ich glaube, dann nehmen wir das Schwert, sobald wir es tragen können. Guter Zauber durch der Wut. Oh, das ist aber schön. Es wird nur eine sehr kurze Reichweite haben, nehme ich mal an. Aber es ist unglaublich schnell. Ich würde sagen, wir versuchen mal, wie sich der Dolch macht. Und ansonsten können wir das andere Schwert nehmen. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wie immer, Kommentare schreiben, Abo dalassen, Video mit Gefällt mir markieren. Bis dahin, tschüss.